Matthias Kömmerlin. Willkommen zum Teil 2 unserer heutigen Wer weiß denn sowas? Doppelfolge. Wir spielen mit Nora Waldstätten im Team mit Bernhard Hoeker und mit Matthias Kömmerlin im Team mit Elton. Die beiden Hauptdarsteller aus Die Toten vom Bodensee, eine überaus erfolgreiche Serie, wundert uns natürlich nicht. Ne? Die Hanna und der Micha, ne? Die österreichische und der deutsche Ermittler, genau. Die da schön miteinander zusammenarbeiten, um die Fälle rund um den Bodensee zu lösen. Ja, heute müsst ihr die Fälle mit eurem Teamkapitän lösen und seid sozusagen gegeneinander hier im Spiel. Also, wir werden sehen, wie es heute läuft. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung, falls Sie vielleicht gerade erst nach Hause gekommen sind. Publikumsverteilung ist natürlich die gleiche wie im ersten Teil unserer Doppelfolge. Hinter Bernhard und Nora sitzen 67 Zuschauer. Hinter Elton und Matthias 58. So, damit sind wir bereit. Legen los. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand, hier ist Runde 2. Die 12 Kategorien sind Trick 17, Autobahn, Essen und Trinken, Zahlen bitte, Wie ticken wir, Clever, Hund, Katze, Maus, das Fragezeichen, andere Länder, andere Sitten, Raumfahrt, Schweden und tierisch, tierisch. Was lacht dich an? Ich würde sagen, lass uns wirklich direkt mit. Ja? Essen und Trinken? Essen und Trinken, ja. Loslegen. Naja, auch für eine Wienerin ist Essen und Trinken ein Grundbedürfnis. Unbedingt. Ja. Auch unsere Zuschauer in Österreich sind an dieser Stelle gegrüßt. Auch da werden wir ja zahlreich geschaut. Hallo. Und hier die Frage. Was trifft auf italienische Nudeln zu? A. Je höher der Eianteil ist, desto länger ist die Kochzeit. B. Gekochte Vollkornnudeln halten länger als Hartweizennudeln. Oder C, die Endung des Namens verrät oft, wie die Nudel aussieht. Okay. Okay, legen wir mal los. So, bei C können wir mal überlegen, was gibt es denn? Es gibt Fusselini, Penne, Spaghetti, Tortellini. So, was haben jetzt Spaghetti und Spirelli. Spirelli? Spirelli, ja. Aber ist das italienisch? Könnte das etwas damit zu tun haben? Also bei Tortellini, also ich dachte, er ist so eine Verkleinerungsform, dass das kleine Nudeln sind. Farfalle, Tagliatelle. Aber kochst du, Nora? Oh ja, ich koche sehr gerne. Ja. Auch Pasta? Auch, ja. Sprichst und vor allem besonders, nee, leider, also nur so Restaurant italienisch, so Pizza Funghi und solche Sachen. Aber, eine meiner Lieblingsspeisen ist ja tatsächlich Spaghetti Bolo. Ja. Spaghetti Bolognese ist es. Sehr lecker. Mhm. Aber das hilft uns jetzt auch nicht, ne? Ich mag ja lieber Penne. Ah. Ja, weil da kann man die Soße auch noch zwischen die Nudel stecken. Noch lieber esse ich Spaghetti Carbonara, weil ich finde, daran entscheidet es sich wirklich, wie gut ein italienisches Restaurant ist. Das stimmt. Das Problem ist, Spaghetti Carbonara ist was sehr Feines. Wenn ihr sie gegessen habt und wisst, dass das Restaurant gut ist, seid ihr danach satt. Das für die anderen Sachen, das ist das Problem. Also muss man wir müssen jetzt aber aufhören, gehen. Vom Essen zu reden. Ja. Weil wir sollten hier... Na gut. So, also gekochte Vollkornnudeln halten länger als Hartweizennudeln. Also, keine Ahnung. A... glaube ich nicht, weil die Kochzeit hängt eigentlich immer von der Dicke ab. Ja, eben. Also wie groß ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen? Mhm. So, wäre nur so mein Vorschlag. So, gekochte Vollkornnudeln halten länger als Hartweizennudeln. Also wir haben zweimal gekochte Nudeln, einmal Vollkorn, einmal Hartweizen. Gut kombiniert. Also ich sag mal so, Vollkornnudeln bleiben länger im Mund. Das ist mir schon mal aufgefallen. Ist so, oder? Es wird auch gefühlt mehr, ne? Ja. Und da muss man sich die ganze Zeit sagen, das ist aber gesund. Genau. Die Endung des Namens verrät oft, wie die Nudel aussieht. Das Problem ist, dass mir das am besten gefällt, aber ich komme irgendwie nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Also ich wäre vom Gefühl für B, aber wenn du da jetzt nicht sofort mitgehst, würde ich sofort, komm durchaus, was? Ja? Nee, ich finde B auch durchaus...
Möglich. Möglich. Da, das ist das Schöne bei dem, alles, alles ist möglich. Ist möglich. Deshalb bin ich... Alles kann, aber nur eins muss. Dass du noch keine eigene Ermittlerserie hast, Bernhard. Ja. Kommt noch. Nee, ich würde sagen, ich halte jeden für verdächtig. Hm? Weißt du was, ich frage die Zuschauer, wer der Täter ist. Das ist... Was machen wir? B raten oder... Ja, lass uns B raten. Wir raten B. Wir raten B. Gut. Okay. Und wir verschaffen Aufklärung. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sind Nudeln das unangefochtene Lieblingsgericht der Deutschen. Weltweit gibt es mehrere hundert Nudelsorten. Die meisten stammen aus Italien. Hier kann oft schon der Name einen Hinweis auf das Aussehen liefern. Die Endung "-ini", oder "-ine", verweist auf dünnere, kleinere Nudelsorten wie Spaghettini oder Cappellini. Die Endung "-oni" steht für dickere Röhrennudeln wie Rigatoni oder Cannelloni. Und die Endung "-elle" findet sich bei breiten Nudeln wie Tagliatelle oder Pappardelle. Ah! Und... Um es noch ein bisschen schlimmer zu machen, das hätten viele gewusst, oder? Ja, wir haben gleich was Schweres, das dürft ihr dann noch. Okay, es bleibt erstmal bei Null, aber da kommt gleich noch was dazu. Alles. Aber ihr könnt die Chance jetzt gleich nutzen, ihr habt... Ja. Autobahn hätten wir gerne. Ist es erlaubt, in einem PKW eine ganze Nacht auf einer Autobahnraststätte zu schlafen? Das habe ich schon gemacht. Ja. Wenn es nicht im Parkverbot oder auf privatem Grund ist. B. Nur wenn man in speziell ausgewiesenen Schlafbuchten parkt. Oder C. Nein, da die maximale Aufenthaltsdauer 3 Stunden beträgt. Okay. Also ausgewiesene Schlafbuchten habe ich noch nie gesehen. Ist mir noch nie aufgefallen, nein. Und das würde ich dann also schon mal ausschließen, ja. B. So. Eine maximale Aufenthaltsdauer... 3 Stunden nur auf einer Autobahn, also als PKW-Fahrer. LKW ist ja ausgenommen. Wäre mir auch neu. Also ich habe schon auf Autobahnraststätten geschlafen. Ja, das habe ich auch tatsächlich schon. Mir war nicht bewusst, dass das verboten sein kann. Das ist halt die Frage, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Aber es muss doch eigentlich erlaubt sein. Nehmen wir mal an, du fährst in Urlaub, du musst ja auch deine... Die Ruhezeiten? Ja, oder ist das nur bei LKW halt vorgeschrieben? Boah, ist das fies, ey. Darf man nur 3 Stunden? Aber das wäre doch ausgeschildert. Dann wäre doch irgendwie ein Schild, maximale Parkdauer 3 Stunden und danach bitte weiter. Wollen wir A riskieren? Ich denke, ja. Ja, wenn es nicht im Parkverbot ist, warum nicht? Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Okay, wir riskieren A. Ja. Aber wahrscheinlich, weil das ja hier so eine Sondersendung ist, darf man das tatsächlich nicht. Eine Sondersendung? Ja, also was Besonderes. Das ist eine Freitags-Doppelfolge. Ja. Manchmal ist auch ein Brennpunkt. So, bevor wir diese Antwort auflösen, meine Damen und Herren, kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran! Es hätte an dieser Stelle nicht spannender sein können. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Nora Waldstätten und Matthias Köberlin sind bei uns zu Gast. Und ich habe Elton und Matthias gerade aus der Kategorie Autobahn ihre erste Frage gestellt. Ist es erlaubt, in einem PKW die ganze Nacht auf einer Autobahnraststätte zu schlafen? Und die beiden haben sich entschieden für Ja, wenn er nicht im Parkverbot oder auf privatem Grund steht. Das sagt ihr. Die richtige Lösung sagt Folgendes. Wenn den Fahrer auf der Autobahn die Müdigkeit überfällt, scheint ein Nickerchen an einer Raststätte die beste Lösung. Und das ist auch erlaubt, sogar die komplette Nacht über. Denn wo man mit dem Auto zur Ruhe kommen soll, gibt die Straßenverkehrsordnung nicht vor. Sondern nur, wo es untersagt ist. Zum Beispiel im Parkverbot oder auf einem Privatgrundstück. Auf einer Autobahnraststätte ist eine Übernachtung somit unproblematisch. Sehr gut! Warum soll für einen PKW verboten sein, was für einen LKW-Fahrer erlaubt ist? Die ersten 500 Euro. Hm? Ist was fürs Publikum auch. Ansonsten such dir etwas aus. Mir gefällt alles. Okay, wie wäre es mit tierisch? Ja, okay.
Ein Hundertfüßer A. besitzt nie genau 100 Beine. B. benutzt immer nur 50 seiner 100 Beine. Oder C. ist mit Schmetterlingen enger verwandt als mit Tausendfüßern. Uiuiui. Hast du eben bei allen drei Antworten abgewinkt, Bernhard? Nee, ich habe A ja gesagt, B nee und dann kam dummerweise C. Mhm. Das heißt, wir sollten über A und C diskutieren? Ja, also, was ich mal gelesen und gesehen habe, ist, dass die Vielfüßler, also 100 Füßer. Und 1000 Füßer, dass die nicht die Hälfte benutzen, sondern das ist irgendwie so eine komische Drittelung. Also die benutzen immer ein paar versetzt zueinander, dass sie quasi immer auf drei Beinen gehen. Ja. So hintereinander, also rein von der... Deshalb, dann würde... Das, wobei es sehr lustig aussieht bei B, wenn der immer so macht. Wie? Aber der besitzt nie genau 100 Beine. Das finde ich ja mal... Also... Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der 100-Füßer exakt 100 ne? Beine ja. besitzt. Ist ja auch bei vielen Zweibeinern so. Hä? So, allerdings finde ich C, ist so eine, das ist jetzt genau das wie eben mit dem Parken, genau so eine typische, wer weiß denn sowas, Antwort, dass man denkt, echt? Oh, nee, ui. Aber Schmetterlinge sind Insekten. Die besitzen 6 Beine, ein Abdomen und all so ein Kram. Und der 100-Füßler überhaupt nicht. Das ist einfach ein langer Wurm. Füßer. Füßerwurm. Füßer. Deshalb kann es natürlich sein, dass er mit dem Schmetterling enger verwandt ist, also mit dem 1000-Füßler über Füßer. Viele, viele Eckfüßen. Deshalb bin ich immer noch bei A. Bei A. Da gibt es vielleicht so 3 Arten von 100 Füßern. Sollen wir A nehmen? Lass es uns wagen. Wir wagen A. Wir wollen es noch mal wissen. Wir wollen es noch mal wissen. War ja eben und hoffen. Schon. War bei denen ja auch richtig. Wäre unfair, wenn es jetzt falsch wäre. Gut, dann schauen wir auf die 100 Füße. 100 Füßer sind eine Klasse der Gliederfüße und werden in den Unterstamm der 1000 Füße eingeordnet. Es gibt weltweit etwa 3000 Arten, die alle räuberisch leben. Ein weiteres gemeinsames Merkmal der schnellen Jäger ist die ungerade Zahl ihrer Beinpaare. Ein 100 Füßer kann also nie 50 Beinpaare besitzen und hat somit nie genau 100 Beine. Der Grund liegt in der embryonalen Entwicklung der Tiere, in der das erste Beinpaar zu einer Giftklaue umgebildet wird. So sieht echte Erleichterung aus. So, die ersten 500 Euro auch bei euch. Ja. Irgendwas. Dann können wir ja auch Hund, Katze, Maus vielleicht. Das ist. Dann lass uns das machen. Du lasst. Du kannst auch gerne. Nee, ja? Finde ich gut. Hund, Katze, Maus. Ja. Warum enthält Katzenfutter oft Zucker, obwohl Katzen nichts Süßes schmecken können? A. Das Futter sieht für den Käufer appetitlicher aus. B. Katzen bekommen davon ein glänzenderes Fell. Oder C. Zucker dient als billiger Füllstoff mit vielen Kalorien. Also A schließe ich mal aus. Ja. Also ob da jetzt Zucker drin ist, ob das... Nee, glaube ich, sieht nicht wirklich appetitlich. Also, das sieht doch einem theoretisch gleich aus. Katzen bekommen davon ein glänzendes Fell. Glucose. Das ist ja auch viel Zucker und das bringt nichts. Du hast kein glänzendes Fell? Nee, nichts. Das geht alles weg. Ja, aber vielleicht wird das bei Katzen anders verarbeitet und dann kriegen die ein glänzendes Fell. Es kann halt sein, dass Glucose in der Katze aufgelöst ins Fell geht. Ja, möglich. Was ist denn jetzt los? Oder sollen sie sich damit einreiben? Was ist denn? Was ist ja nichts verkehrt, aber die Formulierung ist lustig. Glucose in einer Katze aufgelöst. Ja, also der Zucker. Wenn Sie gerade keine Glucose zur Hand haben, können Sie wahlweise auch Kakaopulver in der Katze auflösen. Also ich würde den Bild. Wenn wir das verstehen ohne Publikum, weil Futter sieht appetitlicher aus. Nee, das glaube ich überhaupt nicht.
Wüsste ich auch nicht. Kommen wir von einem glänzendes Fell, weil in dem C. Ja. Gut. Bin gespannt. Durch einen Gendefekt sind Katzen nicht in der Lage, Süßes zu schmecken. Als Fleischfresser interessiert sie in erster Linie der Eiweißanteil des Futters. Dennoch wird besonders Nassfutter oft eine geringe und zumeist unbedenkliche Menge Zucker zugesetzt. Denn dadurch karamellisiert die Soße bei der Herstellung. Durch die entstandene bräunliche Färbung soll das Futter appetitlicher aussehen. Allerdings nur für uns Menschen. Das kann man aber auch nicht wissen. Wirklich, das kann man nicht wissen. So, es bleibt bei 500 Euro bei euch. Und es geht um die nächsten 500. Mit welcher Kategorie? Trick 17. Trick 17. Trick. Ja, das ist gut. Ja, das ist 17. Wir haben ja das Publikum, die sind alle klug. Passt ein Korken nach dem Öffnen nicht mehr in die Weinflasche? Aha. Hilft es, ihn klein zu schneiden? A. Kurz in kochendes Wasser zu legen. B. Mit einem Klebestreifen zu umwickeln. Oder C. Hochkant unter ein Tischbein zu klemmen. Super. Also. Folgendes. Jetzt mal zu A. Ja. Würde man den Korken in kochendes Wasser legen, könnte man sich vorstellen, dass der sich ein bisschen zusammenzieht, ne? Ja, warum sollte er sich zusammenziehen, wenn es heiß ist? Weil das nicht unbedingt ungewöhnlich wäre. Dass sich Sachen zusammenziehen, wenn sie heiß werden? Ja. Okay. Es kommt darauf an, ob es ein Korkelini oder ein Korketoni ist. Streu nicht Salz in unsere Wunden. Möchtest du dich mal an B versuchen? Ja, B. Mit einem Klebestreifen zu umwickeln. Und zwar wäre da meine Idee, man macht das eher im unteren Bereich. Ja. Dann wird er da ein Stück enger und auch glatter. Und dann kann man ihn wieder reindrücken. Ja. Hochkant unter ein Tischbein klemmen. Also das heißt, wir haben den Korken, ne, hochkant, legen den unter ein Tischbein, dann wird er ja eher breiter. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich den kurz in kochendes Wasser lege, was passiert denn dann mit dem Korken? So, der wird kurz heiß. Ist der dann weicher? Zieht der sich zusammen oder passiert einfach gar nichts? Weil üblicherweise dehnen sich warme Dinge aus. Das ist das Problem. Ja, aber zum Beispiel, also es gibt ja diese Haargummis aus Plastik und die ziehen sich ja dann wieder schön zusammen, wenn man sie zum Beispiel in heißes Wasser gibt. Also Haargummis sind jetzt nicht so... Einfach mal so als, ne? Als Tipp. Echt? So. Mhm. Haargummis aber aus Plastik? Ja, diese Plastik. Ja. Ich weiß, das ist jetzt, wir schweifen ab, aber... Nein, du musst es noch ein bisschen erklären, weil Haargummis sind nicht so Bernhards Thema. Ich weiß nicht, warum Sie jetzt lachen, weil er ein Mann ist. Ja. Mehr nicht. Ich bin nur ein Mann. So. Mal ganz kurz. Wenn die ausgedehnt sind, dann lege ich die in heißes Wasser. Mhm. Und dann ziehen sie wieder zusammen. Mhm. So, was machen wir jetzt? Also ihr müsstet jetzt selber oder wir... Ich bin vom Gefühl immer noch bei B. Ja? Ach, oder sollen wir als Publikum fragen, weil ich mich nicht traue. Das können wir auch. Entscheidung, Bernhard, Publikum was oder was bist selber? Du denn? Dein Gefühl sagt A, ne? Ja, aber... Ja, pass auf, wenn du total bei A bist und ich bin total bei B, dann da nicht das Publikum fragen wir das Publikum, lassen, oder? Lass es, ja. Genau. Weil fragen wir das Publikum. Vielleicht kennt sich ja da einer mit Korken... Ich kann mir A nicht vorstellen, aber vielleicht stimmt es ja trotzdem. Oh, wow. Uiuiui. Ui. Okay. Also... Genau. Das Schöne ist ja, wir haben ja drei Leute und jeder hat einen anderen Buchstaben gleich als Vorschlag. Ich würde jetzt auf die beiden Damen, also wir waren alle gleichzeitig, sind die aufgestanden. Ja. Ich würde auf die beiden Damen gehen, weil ich mir sogar vorstellen kann, dass die vorher noch eine Absprache getroffen haben. Das heißt, da hinten haben wir noch so was Ähnliches wie die Intelligenz der Masse. Oh. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden Damen was miteinander zu tun haben. Ja, also eben. Das ist genau, dieselbe Erfahrung. Also trotzdem herzlichen Dank. Trotzdem vielen Dank. Ja. Genau. Ah, nein, Moment, bleib. Also beide können ja nicht, aber wer soll denn jetzt antworten? Das soll ich jetzt entscheiden, die Dame in Rot. Hm? Okay, hallo. Hallo. Ne? Wie heißt du? Tabea. Tabea kommt aus? Aachen. Aha, und mit wem bist du hier, Tabea? Mit meiner Mutter. Oh. Okay, ihr seid beide sofort aufgestanden. Jetzt gehe ich mal davon aus, dich darf ich fragen, wie alt du bist, das hätte ich deine Mama jetzt nicht gefragt. 17. Na okay, mit 17 kann man sich schon mit Weinflaschen und Korken zumindest gerade so, ne, auskennen.
Genau. Ihr wisst es sofort. Also ich würde den Klebestreifen nehmen, weil dadurch kann man das einmal ja abknetschen, wie man das nennen will. Also es wird kleiner abdrücken und dadurch wird es ja vielleicht auch glatt und dadurch geht es vielleicht besser rein, weil ich kann mir vorstellen, dass bei kochendem Wasser eher so eine Masse ist, die sich dann eher ausdehnt. Also ich würde B sagen. B. Du hättest das auch gesagt? Okay. Ja, hätte ich auch. Okay, dann bin ich jetzt erleichtert, ne? Ja. Okay. Na, aber das wirst du sicher in deinem Leben auch nochmal gebrauchen können. Deswegen ist es ja wichtig, es genau zu wissen. Nach dem Öffnen einer Weinflasche ist der Korken meist zu groß, um ihn auch wieder zum Verschließen zu verwenden. In diesem Fall den Korken für ca. eine Minute in kochend heißes Wasser einlegen. Dadurch saugt er ein wenig Wasser auf, wird weich und lässt sich problemlos wieder in den Flaschenhals drücken. Oh Mann! Tabea trotzdem! Danke, dass du heute hier bist mit der Mama. Ja, und noch Daumen drücken, ist noch nichts entschieden. Ja, danke, Tabea. Nora, du musst lernen, dich besser durchzusetzen. Okay. Werner, damit musst du jetzt leben und damit klarkommen. Damit lebe ich. Oh, damit lebe ich. Nora hätte es gewusst. So, es bleibt bei 500 Euro. Clever. 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 Auberginen. A. Können dünn geschnitten auch roh als Salat zubereitet werden. B. Sollten nicht in einer Messingpfanne angebraten werden. Oder C. Sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden. Tja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Publikumsfrage. Also, können dünn geschnitten auch roh als Salat zubereitet werden? Ja, warum nicht? Oder? Ja, warum nicht? Also, habe ich auch zuerst gedacht, kann man so eine Aubergine sonst nur zum Kochen, dann werden die so weich und darf man die nicht roh essen, außer dünn geschnitten? So, sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden. Nein. Entweder macht viele sowas falsch, aber das habe ich doch schon mal im Kühlschrank gesehen, eine Aubergine. Natürlich. Und ich weiß nicht, ob Messing mit Auberginen. Ja, das kann natürlich sein. So eine uralte Messing oder Kupfer. Dass das irgendwie reagiert. Ja. Beste wäre, wenn du Nora fragst, weil die hätte es gewusst. Ja. Ja. Die weiß es. Ja. Natürlich. Das kennst du schon, ne? Ja. Ich hätte es gewusst. Mit ihr arbeiten heißt von ihr lernen. So, was machen wir aus der ganzen Geschichte hier? Punkten können? Ja, ich würde auch sagen, die haben ja beide gar keine Ahnung. Fragen wir das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Ich habe noch nicht mal eine Tendenz. Weil ja! So. Grüß dich. Hallo. Wer bist du? Nils. Nils, was machst du, wenn du nicht hier bei uns im Studio zu Gast bist? Ich bin Student in Kiel. Was studierst du? Ich studiere Pädagogik und Soziologie. Cooles Fach. Ja, finde ich auch. Ja, macht Spaß? Ja. Gut. Ja. Nils, ihr schaut das. Wohnst du in einer WG? Nee, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Oh, wie schön, noch besser. Ja? Dann kann ich ja auch so rumfragen. Schaut ihr unsere Sendung dann regelmäßig? Natürlich. Ja? Ja. So nach dem Aufstehen? Genau, ja. Nee, wir haben sogar die App. Neuerdings. Ja, noch besser. Ja, wenn Sie die App noch nicht haben, dann wird es Zeit jetzt. Können Sie runterladen, die ARD-Quiz-App, und mitspielen hier bei uns. Okay, ja. Nils. Dann? Also ich habe mal gehört, dass Heimisches gern kalt gelagert werden soll und Exotisches und Tropisches immer gern warm gelagert werden soll. Aha. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber ich würde deshalb C sagen. Also wenn du jetzt mit der App mitspielen würdest, hättest du dich jetzt genauso wie hier für Antwort C entschieden? Ja. Gut, dann wirst du ja vielleicht bald bei der App auch mal zu unseren Gewinnern gehören. Man kann ja genauso gewinnen wie die Menschen hier im Publikum. Auberginen enthalten Solanin und Bitterstoffe. Für den Rohverzehr sind sie daher nicht geeignet. Durch die dünne Schale sind die subtropischen Früchte zudem sehr kälteempfindlich. Unter 10 Grad Celsius erleiden sie Kälteschäden und bekommen braune Stellen. Auberginen sollten also nicht im Kühlschrank gelagert werden, sondern besser im Keller. Yes. Sehr gut. Danke im Namen auch von Elton und Matthias. So. Da hat er euch aber in der Tat wirklich weitergeholfen. Ja, das gilt den Publikumsjoker eben auch gut zu nutzen. So, 1000 Euro sind es bei euch. Wie geht's hier weiter? Raumfahrt. Ja. Seit Mai 2017 befindet sich auf der ISS
A, ein künstliches schwarzes Loch, B, der kälteste Punkt des Universums oder C, ein historischer Fernseher, um das Hintergrundrauschen zu messen? Oi, oi, oi. Ich weiß es. Wirklich? Ja. Es ist B. Und zwar... Naja. Und zwar ist die Standardtemperatur... Also, das Universum ist nie ganz kalt, weil es diese Hintergrundstrahlung gibt. Das heißt, da sind es immer so minus 200... Oh, können wir bitte den Film gucken? Okay, auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Film ab! Am 20. Mai 2017 startete der private Raumfrachter Cygnus Richtung ISS. An Bord das etwa kühlschrankgroße Cold Atom Lab, CAL. Mithilfe dieses rund 70 Millionen Euro teuren Aufbaus will die NASA Gaspartikel auf etwa ein Milliardstel Grad über den absoluten Nullpunkt, der bei minus 273,15 Grad Celsius liegt, herunterkühlen. Die Forscher erhoffen sich von dem so künstlich erschaffenen kältesten Ort des Universums Wechselspiele zwischen Materie und Anziehungskraft in der Schwerelosigkeit genauer beobachten zu können. Sehr cool. Guck mal, so sieht uneingeschränkte Bewunderung aus und so hört sie sich an. Ja? Ihr steht jetzt auch bei 1.000 Euro. Wahnsinn. Wollen wir jetzt mal Schweden nehmen? Ja, komm. Weil mit Zahlen bin ich nicht so. Nee. Schweden oder andere Länder, andere Sitten. Das ist... Lass uns Schweden nehmen. Schweden. Schweden. Weil es schwedischen Busfahrern verboten ist, im Sommer kurze Hosen zu tragen... A. Lassen Sie sich vom Arzt das Tragen von Badehosen verschreiben. B. Lassen Sie sich lange Hosen aus Edelstahldraht maßschneidern. Oder C. Orientieren Sie sich an Ihren Kolleginnen und fahren im Rock. Ihr habt jetzt die ganze Zeit gewartet, dass jetzt eine sinnvolle Antwort kommt, ne? Um ehrlich zu sein, ja. Also lassen Sie sich vom Arzt das Tragen von Badehosen verschreiben. Nein. Nein, das, ich weiß nicht, also das geht ja auch gar nicht. Ja, also, ich weiß nicht, welche Badehosen, diese engen oder halt diese... Wozu denn Edelstahl? Was soll denn eine lange Hose aus Edelstahldraht sein? Also es ist nur ein Drahtgeflecht? Eine oder Rüstung. Ja. Also kann man doch nicht Auto fahren. Das ist wahrscheinlich C. Die dürfen dann tatsächlich, das ist eine Lücke da im Gesetz. Ja. Die dürfen, Hosen dürfen sie nicht, aber einen Rock dürfen sie tragen. Ja, das kann doch C. Die tragen dann Röcke, ne? Warum auch nicht? Ich finde allein die Vorstellung schön, deswegen... Männer in Röcken. Ja. Wir nehmen C. Wenn das mal hier in Deutschland Schule macht. Kommt es in Schweden zu einer Hitzewelle, leiden besonders die männlichen Busfahrer. Denn laut Bekleidungsvorschrift müssen sie bei der Arbeit ausnahmslos lange Hosen tragen. Den Kolleginnen dagegen ist auch ein Rock gestattet. Aus Protest tun es ihnen manche Kollegen gleich und kommen ebenfalls im Rock zur Arbeit. Bisher reagieren die Busgesellschaften milde. Es sei diskriminierend, die Männer davon abzuhalten, Röcke zu tragen. Eine Änderung der Vorschrift scheint aber auch nicht in Sicht. Sehr gut hergeleitet. Ja, coole Geschichte. So, wir haben 1.500 Euro bei Elton und Matthias Köberlin. So. Wir haben noch Zahlen. Wie tippen wir das Fragezeichen? Andere Länder, andere Sitten. Zahlen bitte. Mehr als 40% der Arbeitnehmer A. sind nicht zufrieden mit ihrem Job, B. haben schon mal ihre beruflichen E-Mails im Bett bearbeitet oder C. machen wöchentlich im Schnitt mehr als 10 Überstunden. Oha. Boah. Das kann alles sein. Ja, das ist immer schwierig. Also, sind nicht zufrieden mit ihrem Job. 40% der Arbeitnehmer, das... Also es, erstmal ist es natürlich sehr viel. Ich fürchte nur fast, dass das mehr sind. Haben schon mal ihre beruflichen E-Mails im Bett bearbeitet.
Das sind mit Sicherheit mehr. Alle, die ein Handy in der Hand haben, wenn es überhaupt, ich meine, es gibt ja auch viele, die überhaupt nicht groß mit beruflichen E-Mails zu tun haben. Oder kein Bett. Oder kein Bett haben. Also das heißt... Würdest du C annehmen, ne? Naja, jetzt die Frage machen, wöchentlich im Schnitt mehr als 10 Überstunden, das ist schon eine ganze Menge. Eine Menge, ja. Überleg mal, mehr als 40% im Schnitt mehr als 10 Überstunden. Das heißt, bei einer 35-Stunden-Woche sind das 45. Und das jede Woche, weil wöchentlich. Ja. Nee, das C ist zu viel. Was machen A oder wir jetzt? B, A oder B, wir müssen uns für eins entscheiden. Und ich würde jetzt, ob du es glaubst oder nicht, deinem Gefühl folgen, weil das war bisher ganz gut. Okay. Was möchtest du denn gerne haben? Was glaubst du denn jetzt richtig? Ich glaube B. B. Mhm. Also ich hoffe B. Dann nehmen wir B. Ja. Glauben heißt nicht wissen, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlicherweise und so. Eine aktuelle repräsentative Umfrage über die Ausdehnung der Arbeitszeiten ergab, dass die Abfrage beruflicher Mails regelmäßig ins häusliche Leben eingreift. Nicht nur, dass 44% der Arbeitnehmer Mails samstags und 32% sogar sonntags lesen, mehr als 80% der Befragten bearbeiten sie im Wohnzimmer und 30% schauen sich den Posteingang im Supermarkt an. Mehr als 40% haben ihre Arbeitsmails tatsächlich auch schon mal im Bett bearbeitet. Richtige Antwort. Gutes Gefühl. 1500 Euro auch bei euch. Wie ticken wir? Fragezeichen oder andere Länder, andere Sitten? Wir haben uns für andere Länder, andere Sitten entschieden. Vielleicht kommt ja eine Rockfrage aus Schweden. Oder was aus Österreich. Ja. Stößt ein Hausbesitzer in den USA beim Umgraben seines Gartens auf ein Dinosaurier-Skelett, sieht das Gesetz vor, dass er A. seinen Garten in eine öffentliche Grünanlage umwandeln muss, B. automatisch alleiniger Besitzer des vollständigen Skeletts wird oder C. es zum Preis von 1 Cent pro Unze an den Staat verkaufen muss. Boah. Okay, automatisch alleiniger, also eigentlich ist die Frage B oder C, ne? Ja, aber seinen Garten in eine öffentliche Grünanlage umwandeln muss. Das glaube ich nicht. Nein. Also würde ich A jetzt mal ausschließen. Ja. So. Ist er jetzt automatisch alleiniger Besitzer des vollständigen Skeletts? Oder er muss es für Preis von 1 Cent pro Unze an den Staat verkaufen? Ich kann jetzt wahrscheinlich, vom Logischen her sollte es doch eigentlich C sein, weil es ist ja ein Gemeininteresse. Ja, das Allgemeingut. Also das, aber 1 Cent pro Unze. Kann aber auch sein, hier America first. Ja. Das ist mein Garten. Alles, was bei mir im Garten ist, ist meins. Ja. Ich glaube, es ist... Wir haben kein Publikumsjoker mehr. Wir müssen raten. Wir müssen, ne? Die Frage ist ja jetzt, ne? Ganz doof. Er findet einen Knochen in seinem Garten. Und im Nachbargarten ist der Rest vergraben. Der findet das auch. Ja, ja. Ist beides eine Grünanlage. Dann müssen beide. Dann muss beides eine Grünanlage sein, dann haben wir einen riesen Park irgendwann. Aber dann schließen wir B doch wieder aus, auf jeden Fall, weil dann, wer ist denn da? Also ich glaube, das ist C. Die müssen wir, dann ja, wir nehmen C. Wir versuchen es mit C. Gut. Nehmen wir C. Wer in Deutschland einen wertvollen Bodenfund in seinem Garten ausgräbt, muss damit rechnen, dass der Staat ihn einkassiert. In den USA hingegen greift das jahrhundertealte Finders-Keepers-Gesetz. Dieses sieht vor, dass alles, was ein Hausbesitzer auf seinem Grundstück entdeckt, automatisch in seinen Besitz übergeht. Und dies betrifft beispielsweise auch das Skelett eines Dinosauriers, das mehrere Millionen US-Dollar wert sein kann. Ah. Und dann gibt's einen Reststreit, wenn der Schwanz auf der einen Seite ist und der Kopf auf der anderen Seite. Der dann halt zuerst einen Knochen davon. Und wenn beide Gartenarbeiten machen und es gleichzeitig finden. Das ist aber auch sehr wahrscheinlich. Ja. Es geht hier nicht um Wahrscheinlichkeit, es geht hier um Recht. Bleibt bei 1500 Euro. Es können da noch mal 500 dazukommen. Aber erstmal auf dieser Seite. So. Ihr könnt noch mal wählen. Psychologie oder irgendwas? Irgendwas. Irgendwas. Irgendwas mit Psychologie. Das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Genau.
1978 war das letzte Mal, dass A. ein Album der Rolling Stones in Deutschland auf Platz 1 war, B. kein Spieler von Bayern München im WM-Finale stand oder C. Hans Rosenthal, das ist Spitze, live im Fernsehen sagte. Hä? Ich meine, wer weiß denn sowas? Ich habe ja schon gesagt, jetzt wäre mal nicht kiebig, nur weil du hier mit deiner Skelettfrage falsch gelegen hast. Die will ich noch mal recherchieren. Ja, noch so, ein Album der Rolling Stones in Deutschland auf Platz 1 war. War 78 ein Album der Rolling Stones in Deutschland auf Platz 1? Ich war damals 8 Jahre, ich durfte diese Musik nicht hören. Weil es wahrscheinlich zu böse für mich war. Der hat nämlich immer gemacht. Da habe ich keine Ahnung, ob das sein kann. Kein Spieler von Bayern München im WM-Finale stand. Das heißt, seit 78 standen immer Bayern München-Spieler im WM-Finale. Aber 78 nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, oder? Ganz ehrlich, ich würde vom Gefühl auf C gehen, weil Hans Rosenthal war Dalli Dalli. So, jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich Hans Rosenthal schwarz-weiß oder bunt geguckt? Nee, ich glaube, ich habe den farbig gesehen. Also wäre, ich weiß es nicht mehr. Wenn er schwarz-weiß war, dann war es vor 80. Wenn er bunt war, war es nach 80. Weil wir 80 nach Bonn gezogen sind und dort einen Farbfernseher bekommen hatten. Ui. Und jetzt muss ich überlegen, wo habe ich gesessen, als ich Hans Rosenthal geguckt habe? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde, mir hat leider vom Gefühl C sofort gut gefallen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde einfach dir wieder überlassen. Deinem Gefühl haben wir heute. Wir machen das jetzt mal so. Wir gehen jetzt mal nach deinem Gefühl. Wir gehen nach meinem Gefühl. Ja, dann fühl doch mal mein Gefühl. Und ich glaube, das war C. Dann nimm C. Ich habe keine Ahnung. Gott, weil B und A kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es richtig ist, würde ich mich noch mal hinreißen lassen mit euch zusammen. Na? Als am 15. Juli 2018 Frankreich Kroatien besiegt und Weltmeister wird, stand mit Corentin Tolisso ein Spieler des FC Bayern München im Kader. Nichts Ungewöhnliches. Im WM-Finale 2014 waren es 7, 2010 2, 2006 einer, 2002 4, 1998 und 1994 jeweils einer, 1990 6, 1986 4 und 1982 3. Bei dem Finale zwischen Argentinien und den Niederlanden 1978 war allerdings kein Münchner Spieler beteiligt. 1978 war also das letzte Mal, dass kein Spieler von Bayern München in einem WM-Finale stand. Oh. Sie sind der Meinung, das war... Nee, das war Mist. So, es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könntet jetzt in Führung gehen vorm Finale. Aus der Kategorie, wie ticken wir? Nee, überhaupt nicht. Das fand ich zu unwahrscheinlich. Pareidolie bezeichnet das Phänomen, dass wir A. an einer roten Ampel losgehen, wenn ein anderer dies tut. B. so lange rumtrödeln, bis wir keine Zeit mehr haben. Oder C. Gesichter in leblosen Gegenständen erkennen. Rumtrödeln, ja. Was heißt so lange? Also ich. Oder was? So lange rumtrödeln, bis wir keine Zeit mehr haben. Was macht du fragst nicht? Jetzt wirklich, was das heißt? Ja. Ja. Roten Ampel losgehen. Ja, das hat man zumindest schon mal beobachtet. Ne? Ja. Einer geht los und dann, ach, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Aber das ist dieser Herdentrieb. Wenn einer was macht, dann würde ich das vielleicht ausschließen. Und diese Gesichter in leblosen, das ist dann... Gesichter in leblosen Gegenständen erkennen. Das gibt es doch auf dem Toastbrot auch, ne? Gab es das nicht? Ja. Was? Auf dem Toastbrot gab es das doch mal. Das, nachdem der Toast rauskam, dass ein Gesicht drauf war. Irgendwo, ich weiß aber nicht, wer es war. Das Blöde ist, du hättest selber nie erkannt, aber wenn daneben steht, sehen Sie dieses Gesicht, dann siehst du auf einmal auch dieses Gesicht. Wir sind schon wieder dabei, dass wir raten müssen. Hat eben eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Aber Gesichter, leblose Gegenstände erkennen,
und? Pflaume. Schon schick. Also ich kann auch von diesem Pareidolie, ich krieg da nichts abgeleitet in irgendeiner Form. Wir wissen es nicht. Zu was zieht es dich ein bisschen mehr hin? Ich finde diese leblosen Gegenstände toll. Du findest leblose Gegenstände toll. Weil gut. Das ist das Einzige, ja. Entscheidung. Nee, aber bitte. Nee, ich weiß es ja selber nicht. Was würdest du denn jetzt aus dem... Heldenentscheidung. C. C. Jetzt hat der Matthias aber mal richtig Puls. Der Begriff Pareidolie stammt vom altgriechischen para für neben und eidolon für Bild und bezeichnet das Phänomen, Gesichter oder andere Figuren in leblosen Objekten zu erkennen. Hervorgerufen wird dieser Effekt durch die Autovervollständigung unseres Gehirns. Es erkennt vertraute Muster in unbekannten oder unvollständigen Bildern und ordnet diese automatisch Kategorien zu. Vor allem Gesichter werden gerne als Pareidolien wahrgenommen, da man schon als Säugling lernt, dass diese für die soziale Interaktion besonders wichtig sind. Richtige Antwort. Sehr gut. Damit haben wir folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Nora Waldstätten haben 1.500 Euro auf dem Konto. Elton und Matthias Kölberlin haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Sport. Oh Gott. Ja. Frag mich immer, wann der Elton mal alles setzen will, wenn nicht bei Sport. Erwartet wahrscheinlich wieder, dass Geografie kommt. So, bitte bestätigen. Bernhard und Nora haben gesetzt. Hallo? Elton und Matthias haben auch gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welches dieser Sportgeräte besitzt das höchste Gewicht? Ruhe im Publikum bitte. A. Fußball, B. Damenspeer oder C. Baseball. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Zeit ist um, meine Damen und Herren. So, wir sind gespannt, wer hier heute das Rennen macht. Wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Die beiden Hauptdarsteller aus Die Toten vom Bodensee sind heute unsere Gäste. Nora Waldstätten im Team mit Bernhard Hoecker. Und die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Matthias Köberlin mit alten 2.000 Euro auf dem Konto. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welches dieser Sportgeräte besitzt das höchste Gewicht? A. Fußball, B. Damenspeer oder C. Baseball? Wieso steht da nicht Rennwagen? Stufenbarren. Genau, Rennwagen, Stufenbarren oder Golfplatz. So, dann schauen wir direkt mal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Nora haben 1.500 Euro erspielt und haben eingesetzt 500. Elton und Matthias haben 2.000 Euro erspielt und gesetzt 1.499. Auf welche Antwort habt ihr getippt? Bernhard und Nora haben getippt auf Antwort B, Damenspeer. Elton und Matthias haben getippt auf Antwort C, Baseball. Das
Was heißt denn das? Heißt das, ja, ihr seid beide falsch oder heißt das? Ich kann das nicht aushalten. Wie aufgeregt man sein kann in so einem Moment, ne? Ein Fußball wiegt laut FIFA-Statuten muss, so muss man sagen, laut FIFA-Statuten so zwischen 410 und 450 Gramm wiegen. 410 und 450 Gramm. Okay. 410 und 450. Ein Damenspeer laut IAAF-Statuten 600 Gramm. Jetzt. Mhm. Und ein Baseball laut den MLB Official Rules, laut den offiziellen Regeln der Major League Baseball, zwischen 141 und 148 Gramm. Der Damenspieler ist richtig. Und damit gewinnen Nora und Bernhard 2000 Euro. Nora, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Dankeschön, großen Spaß gehabt. Bernhard, Dankeschön. Matthias, alles Gute. Ja, danke. Guten Rutsch ins neue Jahr für euch beide. Natürlich viel Erfolg weiter. Freuen uns schon auf die nächste Ausgabe, die Toten vom Bodensee. Ja, 29,85 Euro sind das nochmal für euch. 29,85 Euro. Nochmal oben drauf. Morgen Abend sehen wir uns schon wieder zum Wer weiß denn sowas XXL, der Jahresabschluss, der Samstagabendshow hier im Ersten. Dann mit Smudo, Michi Beck, Miroslav Nemec, Udo Wachfeitel, Nina und ihre Tochter Larissa. Also das wird ein toller Samstagabend hier im Ersten. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Danke an Nora und Matthias. Schönen Abend noch. Tschüss.